Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir üben jetzt Verb mit Dativ bzw. die Struktur jemandem drohen oder jemandem droht etwas. Nummer 1. Dem Autofahrer, der falsch parkt, droht ein Strafzettel. Nummer 2. Immer mehr Arbeitnehmern droht der Verlust des Arbeitsplatzes. Nummer 3. Der Menschheit droht ein Klimawandel. Nummer 4. Uns droht eine Klimaerwärmung. Nummer 5. Dem Kriminellen droht Gefängnisstrafe. Jedenfalls, wenn er erwischt wird. Und Nummer 6. Der Regierung droht eine Wahlniederlage. Dankeschön. Tschüss.